meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer von euch riecht gerne gut? Wer von euch trägt gerne Parfum? Und wer von euch spart dabei gerne Geld? Ja, also ich schon mal als erstes. Ich glaube, ganz viele von euch sind da auch mit dabei und deshalb heute dieses Video. Ich wurde angefragt von der Firma Gemini, ob ich nicht deren Produkte testen möchte. Deshalb habt ihr es auch gesehen, ich habe es euch eingeblendet und ich habe mir gedacht, ja, die können mir ja viel versprechen, wenn der Tag lang ist. Ich teste sehr, sehr gerne die Produkte und erzähle euch ein bisschen was drüber. Ich würde sagen, jetzt zeige ich euch erstmal oder berichte euch erstmal über die Firma, was sie so versprechen und die Produkte, die mir zugeschickt wurden, die Sex Parfums, durfte ich testen. Und im Anschluss erzähle ich euch dann, was ich wirklich davon halte, also mein Fazit. Und ihr wisst, ich bin immer ehrlich mit euch, ne? Ich bin sehr, sehr gewissenhaft, ich habe mir alles aufgeschrieben und ich habe sogar mit einem Mitarbeiter telefoniert, weil ich tatsächlich viele Fragen hatte, die ihr vielleicht auch habt und die ich euch somit beantworten kann. Und das war jetzt wirklich genug erstmal als Intro. Jetzt fangen wir mal an. Was verspricht denn überhaupt diese Firma? Gemini stellt Parfums her und zwar hier in Deutschland, was natürlich eine super Sache ist, weil es schon mal sehr nachhaltig ist. Und diese Parfums versprechen quasi, dass sie ein Tube sind zu Parfums, die sehr namhaft sind und somit auch sehr teuer, die wir mit Sicherheit alle kennen, die wir schon mal in der Hand gehalten haben und uns gedacht haben, oh mein Gott, ist das teuer, und dann im besten Fall wieder zurück ins Regal gestellt haben oder uns zum Geburtstag haben schenken lassen, zum Hochzeitstag, zu Weihnachten, wann auch immer, so wie ich auch. Und das ist nämlich gut, ich habe hier auch Originale dabei, somit konnte ich den Test sehr, sehr gut durchführen und ich habe das wirklich ganz ordentlich gemacht. Ich habe hier einen Zettel, ich habe mir alles notiert, wann ich was aufgetragen habe, wie lang es gehalten hat und so weiter, weil ich es wirklich ordentlich machen wollte. Wir kommen jetzt mal zum ersten Duft, stellvertretend für meine anderen Düfte, dazu kommen wir aber im Anschluss noch. Und zwar nennt er sich Iris. Der ähnelt anhand der Duftnoten sehr stark dem Duft von Giorgio Armani, und zwar Sie. Kennt ihr mit Sicherheit. Ich habe den jahrelang getragen, den Duft. Das war einer meiner Liebsten und kann euch deshalb sehr genau sagen, ob das Ganze ja so ähnlich riecht. Und ich muss schon grinsen, ne? Weil es war lustig. Ich habe mir das wirklich morgens aufgetragen, hier aufs Handgelenk und hier an die Halsschlagader, ne? Hier drüben und hier. Und dann bin ich ins Büro zu meinem Mann um 17 Uhr und dann sage ich so, komm, riech mal, ne? Nach was riecht es? Und dann sagt er, ja, das ist Giorgio Armani, sie. Und ich so, bitte was? Also der hat es wirklich erkannt. Ich meine, der hat es jahrelang an mir gerochen und ich fand das so, so krass. Und deshalb wollte ich euch jetzt zuallererst mal diesen Duft hier zeigen. Ich habe mir natürlich viele Gedanken gemacht, wie diese Firma denn eigentlich ein Produkt auf den Markt bringen kann und anbieten kann, das so viel günstiger ist als das Original. Also es ist ja nur ein ähnliches Produkt, ne? Wir müssen wirklich aufpassen. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt in die Stadt gehe, ne, und an irgendeiner Frau Armani sie rieche, dann sehe ich ja nicht deren Flakon zu Hause, oder? Also ganz ehrlich, ich denke mir nur, oh, die riecht aber gut, das ist Giorgio Armani sie. Und ja, alles andere ist ja dann eigentlich egal. Und die Frau hat halt einen Haufen Geld gespart, weil sie sich nicht das Original gekauft hat. Und anhand des Flakons können wir ja schon erkennen, es ist sehr, sehr schlicht gehalten, ne? Da ist kein großer Schnickschnack dran und da sieht man natürlich die Ersparnis. Also die Firma Gemini setzt lieber auf den Inhalt als auf das Äußere. Ich habe während des Telefonats mehrere Fragen gehabt, eben zum einen auch, wie es denn sein kann, dass die eben das Produkt so viel günstiger anbieten können. Der Mitarbeiter hat mir das dann auch noch so erklärt, dass zum Beispiel keine namhaften und großen bekannten Gesichter quasi Werbung für die Firma Gemini machen. Influencer wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, George Clooney, Eva Longoria und so weiter, die wollen natürlich auch Geld verdienen und mit Sicherheit nicht wenig, weil es eben sehr bekannte Gesichter sind und da haben die eben auch diese Ersparnis. Dann ist es zum Beispiel auch so, dass die Produkte online verkauft werden, das heißt, es gibt keinen Zwischenhändler, wie jetzt zum Beispiel Douglas oder Flaconi oder wer auch immer, nennt wie ihr es wollt, Vertragspartner, die da natürlich auch Geld nochmal verdienen möchten, ne? Und das sparen die sich dann quasi, die Firma Gemini, und kann es dann komplett in das Produkt setzen, was natürlich für uns als Verbraucher ein Riesenvorteil ganz, ganz klar ist, denn wir können uns jetzt mit wenig Geld
Luxus leisten. Also so sehe ich das. Natürlich sind 28 Euro auch eine Stange Geld, das ist keine Frage, da müssen wir alle für arbeiten, aber es ist dennoch erschwinglicher als jetzt ein Parfum, so wie zum Beispiel, ja, ich habe jetzt auch dieses hier, Opium hier, ne, von Yves Saint Laurent. Ihr kennt mit Sicherheit den Preis und das ist natürlich krass, ne, wenn ihr dann an der Kasse stehst bei Douglas und ihr denkst, oh nein, Mist. Zu eurem Lieblingsparfum zum Beispiel könnt ihr es so machen, dass ihr euch das oben in die Suchleiste eingebt, auf der Seite eben von Gemini und dann sagt er euch eben anhand der Duftnoten, welches Parfum dem Ganzen ähnlich kommt. Ne? Also ich habe zum Beispiel eingegeben Hypnotic Poison, weil ich das auch sehr, sehr gerne mag. Und ja, dann hat er mir quasi das Dupe dazu eben gegeben. Ihr seht dann auch auf der Seite die Kopfnote, die Herznote und die Basisnote. Das wollte ich euch jetzt nicht alles von jedem Produkt erzählen, weil ich mir gedacht habe, irgendwann wird es dann auch langweilig. Es geht in diesem Video eigentlich wirklich nur darum, dass ihr einen Haufen Geld sparen könnt und ganz, ganz tolle Parfums ergattern könnt für wenig Geld und gut riecht. So, so viel dazu. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu den Parfums, die ich hier vor mir liegen habe. Ich sage euch das jeweilige Dupe dazu. Amaryllis riecht anhand der Duftnote ähnlich wie Yves Saint Laurent Black Opium. Da haben wir es. Ich habe das getestet, Leute. Ich habe mir das aufgetragen. Ich habe das ja wochenlang schon hier, ne? Ohne Scheiß, ich habe es wochenlang schon hier. Habe mir das aufgetragen. An manchen Tagen habe ich auch Pause gemacht. Dann habe ich auch wieder mal was genommen, was ich schon im Schrank hatte. Und habe mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich, warum habe ich so viel Geld ausgegeben? Oder mein Mann eben. Zu einem besonderen Anlass. Also gut, so viel erstmal zu Amaryllis und Black Opium von Yves Saint Laurent. Dann haben wir dieses hier, Cedar. Das riecht anhand der Duftnoten ähnlich wie das Jean-Paul Gaultier Le Male. Und ich liebe Jean-Paul Gaultier, falls ich es richtig ausspreche. Und das ist so, so krass. Wenn mein Mann das drauf hat, oh mein Gott. Und ich habe jetzt hier mal dieses. Das liebe ich auch, wenn mein Mann das aufträgt. Das ist auch von Jean-Paul Gaultier. Kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall kommt es dem wirklich so, so nah. Es riecht wirklich, ich will nicht sagen identisch, aber es ist schon echt krass. Dann machen wir weiter mit Amaranthus. Und es riecht anhand der Duftnote ähnlich wie Chanel Coco Mademoiselle. Und das ist natürlich richtig krass, weil das ist ein sehr, sehr teures Parfum und ich liebe das. Ich habe wirklich schon die ganze Zeit geliebäugelt damit, aber es war mir wirklich zu teuer. Und ich bin jetzt so glücklich, dass ich das Dupe dazu habe. Unfassbar. Dann machen wir weiter mit Sunflower. Das riecht anhand der Duftnote ähnlich wie Paco Rabanne Lady Million. Und wer kennt's nicht? Lady Million, also... Paco Rabanne habe ich ja erst im Max gekauft bei meinem Live-Rossmann-Haul. Habt ihr bestimmt mitbekommen. Das wollt ihr unbedingt haben. Und Leute, es ist so krass. Es ist so krass. Dann haben wir hier Nymphe. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Und das riecht anhand der Duftnoten ähnlich wie Dior Hypnotic Poison. Yay! Yay! Ein Hoch auf dieses Parfum. Ich liebe es. Ich liebe es. Also merkt euch das. Nymphe. Wenn ihr Dior Hypnotic Poison liebt, so wie ich, dann ist das auf jeden Fall was für euch. So, jetzt erstmal so viel zu meinen Parfums. Jetzt kommen wir noch zu einer richtig coolen Sache, die Gemini anbietet, und zwar eine Cashback-Aktion. Ihr bestellt euch zum Beispiel 3 Proben zu 4,80 Euro und wenn euch dann eben ein Duft oder zwei oder alle 3 besonders gut gefallen, könnt ihr euch ja dann die Originalgröße bestellen und dann wird euch das Geld quasi wieder gut geschrieben. Also das Geld wird angerechnet, die 4,80 Euro. Ihr zahlt ja 28 Euro für ein Flakon. Dann werden euch die 4,80 Euro abgezogen. Was ich richtig cool finde, weil gerade heutzutage bekommt man ja so wenig Pröbchen, egal wo man ist, bei Douglas oder wo auch immer. Wir sind da sehr sparsam geworden. Und ich finde, online ein Parfum zu bestellen, ist natürlich sehr schwierig, weil man muss sich das erstmal auftragen, man muss dann erstmal schauen, wie sich das entfaltet, wie das dann auf der eigenen Haut so ist, weil nicht jede Haut ist gleich. Und deshalb finde ich das richtig gut, dass man da eben die Möglichkeit hat, das Ganze zu testen. Und wenn es einem dann eben gefällt, kann man sich das bestellen und bekommt die 4,80 Euro wieder gut geschrieben. Jo, finde ich eine richtig coole Sache. Jetzt kommen wir noch zu meinem Fazit. Natürlich, wie soll es auch anders sein, da habt ihr mit Sicherheit schon drauf gewartet. Und zwar ist es also für mich so, dass ich es richtig genial finde, zum einen, dass das Ganze in Deutschland produziert wird. Das müssen wir ganz klar sagen.
Ich finde, das ist super nachhaltig. Ich finde die Inhaltsstoffe richtig gut. Ich finde auch, dass keine Farbstoffe darin enthalten sind, richtig genial. Jetzt habe ich ja eine sehr unproblematische Haut, aber für jemanden, der eben gern Parfum trägt, ist es eben auch sehr wichtig, dass es dann eben zu keinen Hautirritationen führt. Ich finde es natürlich super, dass man einen Haufen Geld sparen kann, dass es jetzt für jeden möglich ist, so ein hochwertiges Parfum zu tragen, so einen hochwertigen Duft eben für viel weniger Geld. Und das Flakon, mein Gott, das sieht halt jetzt nicht so hochwertig aus, wie jetzt zum Beispiel dieses hier, das kann ich euch auch gerne mal zeigen, von Marc Jacobs Daisy, ne? Es ist natürlich Mords, ja, Zinnober hier oben drauf, ne? Wie man jetzt bei uns sagen würde, aber ganz ehrlich, das ist ja auch egal, ihr habt es im Schrank stehen im besten Fall, weil er darf ja auch eigentlich gar kein Licht dran kommen, ne? Sonst wird das Parfum ja auch schlecht. Und ja, ist im Prinzip egal. Das bezahlt ihr nämlich im Grunde genommen eigentlich mit. Also ihr müsst im Prinzip überhaupt keine Kompromisse eingehen. Ihr habt wirklich einen sagenhaften Duft für viel weniger Geld. Und es ist tatsächlich auch so, dass es sehr, sehr langanhaltend ist. Also 6 bis 8 Stunden verspricht Gemini. Und es war tatsächlich so. Ich habe es mir morgen aufgesprüht und abends um 17 Uhr, als ich ins Büro bin, zu meinem Mann, der hat es tatsächlich noch gerochen. Da ist eben ein sehr, sehr hoher Duftölanteil drinnen und deshalb riecht es so lange noch gut. Aber es ist auch so, dass es mich nicht stört. Also kennt ihr so Düfte, die wirklich langanhaltend sind, aber dann irgendwann Kopfschmerzen bereiten? Und so war es nicht. Ich habe es wochenlang jetzt schon hier. Ich habe mich durchgetestet für euch bis zum geht nicht mehr und ich hatte nicht einmal Kopfschmerzen. Und das ist natürlich bei mir, gerade bei mir, wirklich ein gutes Zeichen. So, meine Lieben, jetzt kommen wir im Anschluss noch ganz kurz zu einer Geschichte. Und zwar hat mir mein Mann vor Jahren mal Coco Chanel geschenkt. Das werde ich nie vergessen. Ich habe mich so, so, so sehr darüber gefreut. Aber es war so unfassbar teuer. Und ich habe das wirklich nur zu besonderen Anlässen immer mir aufgetragen. Der totale Quatsch, denn eigentlich sollte man ja die Sachen verwenden, die man so hat. Aber ich habe mir immer gedacht, nee, das war so teuer. Und jetzt freue ich mich natürlich umso mehr, dass es diese Möglichkeit gibt, den Geldbeutel zu schonen und trotzdem ein sehr, sehr hochwertiges Produkt tragen zu können und ja, so gut zu riechen. Das ist natürlich super, super schön für uns Frauen und natürlich auch für Männer. Da gibt es auch Herrendüfte, ganz klar. Und ich wollte euch heute auf jeden Fall ja, von dieser Firma berichten. Ihr wisst ja, ich bin immer ehrlich mit euch und ich nehme auch gar nicht alles an, ganz im Gegenteil. Also wenn es gar nicht passt, dann lasse ich es. Und das Telefonat war auch wirklich sehr hilfreich. Ich habe nämlich alle Fragen stellen können, die ich so gehabt habe und die wurden mir natürlich auch beantwortet. Und das, ja, hoffe ich, dass ich euch jetzt so ein bisschen vermitteln konnte und weitergeben konnte. Also falls ihr noch ein gutes Parfum sucht, das wirklich super gut riecht, dann schaut gerne mal auf der Seite von Gemini vorbei. Ich verlinke es euch mal unten in der Infobox. Keine Sorge, ich werde nicht am Verkauf beteiligt. Das wollte ich jetzt auch noch mal ganz kurz dazu sagen. Ich hoffe, dass das jetzt ein Tipp für euch war. Auch wenn ihr zum Beispiel noch Schüler seid und sagt, hey, ich habe gar nicht so viel Taschengeld im Monat, dann spart ihr euch das zusammen und dann habt ihr einen ganz, ganz tollen Duft bei euch zu Hause. Ja, das war soweit von mir, meine Lieben. Lasst mich gerne wissen, welches zum Beispiel euer Lieblingsparfum ist. Das würde mich auch sehr interessieren. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, da können wir uns ein bisschen austauschen. Und das war soweit von mir. Schaut auf jeden Fall mal bei meinen beiden letzten Videos vorbei, da würde ich mich total freuen. Und abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr auch. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, meine Lieben. Lasst es euch gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!